haben eine vollständige männliche DNA-Spur sicherstellen. Aufgrund des Fundorts dieser Spur kann die DNA-Spur nur vom Täter sein. Wir haben wahnsinnig viel unternommen, wir haben alles versucht. Wir sind unzählige Hinweise nachgegangen. Wir haben auch sichergestellte Messer, Kleidungsstücke untersucht. Alles negativ geblieben. Bleiben nur die DNA-Spuren. Mit der Phänotypisierung könnten wir sehr wertvolle Hinweise, zum Beispiel zum Alter, zum Beispiel zum Aussehen von einem möglichen Täter, den Ermittler liefern. Phänotypisierung wäre bei uns ein ganz wichtiges Fahndungsmittel, um ab DNA-Spuren von einem Tatort schlussendlich doch noch Hinweise auf eine mögliche Täterschaft bei schwersten Verbrechen können zu generieren. Denken wir an Tötungsdelikte, Vergewaltigungen oder auch Sexualdelikte an Kindern.